Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Selbstständige und Unternehmer kennen, die viel fauler sind als wir, viel weniger intelligent sind als wir und trotzdem das Doppelte, Fünffache, vielleicht sogar Zehnfache von uns verdienen. Und jetzt kommt's ganz dicke, die sind auch noch glücklicher und erfüllter als wir und gehen total locker durchs Leben. Aber hey, was soll's? Glück muss man sich hart erarbeiten, richtig? Und am Ende des Tunnels, wenn man nur lange genug gelitten hat, kommt auch mal irgendwann irgendein Licht, richtig? Okay, Spaß beiseite. Worum es heute gehen soll in diesem Video, ist natürlich der Riesenvorteil von Unternehmern, die faul sind und vielleicht weniger intelligent, gleichzeitig aber auch ein riesen Nachteil, den sie haben, der aber dein Vorteil wiederum ist. Und ich möchte dir natürlich verraten, wie du am Ende des Tages nach diesem Video eine Perspektive einschlagen kannst, die dir hilft, mehr Umsatz, mehr Gewinn zu machen und das bei viel, viel weniger Aufwand. Und jetzt kommt ein richtig guter Vorteil. Dein Partner hat auch noch was davon. Warum? Weil du deutlich präsenter bist mit dir selbst, aber auch mit deinem Umfeld. Also bleib auf jeden Fall dran. Ich habe 2017 meine eigene Lektion gelernt. Nicht, dass ich faul und dumm wäre, sorry, sondern dass ich eine völlig falsche Wahrnehmung davon habe, wie man eigentlich wirklich ein Business führt. Stell dir Folgendes vor, ich habe 30 Kunden, 30 oder 32 Kunden 2017 betreut. Ich habe noch im Personal Training gearbeitet, also ich war Personal Trainer. Ich war offline bei den Menschen zu Hause, habe parallel mein Online-Business aufgebaut. Jetzt kannst du dir vorstellen, 30 bis 32 Kunden, 60 Minuten, manchmal sogar zweimal die Woche, Anfahrt, Abfahrt, Planung, Nachbearbeitung etc. pp. Ich habe verdammt viel gearbeitet. In der Hoffnung natürlich, dass ich drei Dinge gewinne. Das eine ist natürlich Geld, dann das Glück, was ich mir damit kaufen kann und natürlich Gesundheit. Aber am Ende war es genau andersrum. Ich hatte nicht das Geld, was ich verdienen wollte. Ich hatte nicht das Glück, was ich haben wollte. Und meine Gesundheit hat mir den gezeigt. Denn ich bin vollkommen ausgebrannt. Und als ich ausbrannte, habe ich eine Sache immer noch nicht verstanden. Nämlich, dass mein Ansatz, wie ich mein Business geführt habe, völlig verkehrt war. Also in der Hinsicht war ich dann doch irgendwie dumm oder sagen wir eher blind. Und davor möchte ich dich bewahren, denn es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache, die man verstehen muss und die ich dir gleich auch verraten werde, um dein Business, aber auch dein Leben völlig umzukrempeln. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dabei erfüllter und erfolgreicher zu sein, obwohl du immer noch performant an deinem Business arbeitest. Und für manche ist das tatsächlich etwas, was nicht funktioniert, aber ich werde dir zeigen, wie es doch funktionieren kann. Und ich möchte dir zeigen, wie es mein Leben verändert hat. Lass uns ganz kurz drüber huschen. Was du hier siehst, sind Cocktails aus meiner Lieblingscocktailbar in Köln, Seiberts, die besten Cocktails überhaupt. Hier siehst du mich mit anderen Unternehmern in Kitzbühel, hier siehst du mich in Südafrika, in einem Township, wo wir tatsächlich einen kompletten Obstladen aufgekauft haben und dann das ganze Obst, Gemüse an die Leute dort im Dorf verteilt haben. Du siehst mich mit meinem besten Kumpel reisen und wir waren schon fast überall auf der Welt, in Amerika. Wir machen ganz, ganz viel zusammen. Auch hier Südafrika, Sonnenuntergang genießen. Hier treffe ich mich mit Kunden. Safari, Quad-Touren, Wandern durch Madeira, Wandern durch Polen, meine zweite Heimat quasi. Und ich nehme mir die Zeit, mich mit meinen besten Freunden zu treffen und ich erlaube mir natürlich auch, Business Class zu fliegen. Und warum erzähle ich dir das alles? Weil ich mir das alles nicht leisten konnte, obwohl ich so viel gearbeitet habe. Und du siehst überall ein glückliches Gesicht, außer vielleicht hier, weil ich von der Sonne geblendet werde. Aber ansonsten bin ich deutlich erfüllter. Ich fühle mich viel, viel besser, viel, viel wohler in meiner Haut. Und ich habe vor allem nicht mehr, und das ist das Wichtige, dieses ewige Gedankenkarussell in meinem Kopf. Diese komischen emotionalen Aufruhen, die mich immer wieder an meine Grenzen getrieben haben, die mir schlaflose Nächte bereitet haben und die mein Leben immer komplexer gemacht haben, immer gestresster gemacht haben und die am Ende tatsächlich 2017 zu dem Burnout geführt haben. Und dann traf ich zwei Personen, die mir eine ganz, ganz wichtige Sache beigebracht haben und die mein Leben damit völlig auf den Kopf gestellt haben. Und diese eine Sache ist auch das, was dir hilft, mit deutlich weniger Aufwand mehr Geld zu verdienen, gleichzeitig aber auch erfüllter zu sein. Und das, was ich da anspreche und das, wovon ich da rede, ist klares Denken. Und klares Denken beschreibt quasi nichts anderes als den Prozess, dass du verstehst, dass es eine Realität gibt, die du gerade erlebst und dass du letzten Endes Schöpfer dieser Realität bist. Jetzt gibt es aber ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was es zu verstehen gilt. Nämlich, es gibt eine Wirklichkeit und eine Realität. Was meine ich damit? Der Kreis, in dem du hier stehst, auf diesem Bild, was du hier siehst, ja, so, das bist du, ist die Wirklichkeit, das, was wirklich passiert. Das heißt, du schaust jetzt gerade ein Video an. Wenn du am Schreibtisch sitzt oder ein Handy in der Hand hast oder wie auch immer, das, was du in der Hand hast, ist gerade wirklich. Du spürst es, du kannst es ertasten, du schaust dort drauf und selbst wenn du dich zwickst, merkst du, okay, du wirst aus einem Traum nicht wach, sondern du bist bereits wach, okay? Also, das ist die Wirklichkeit. Und was jetzt passiert ist, dass wir natürlich ganz, ganz viele Szenarien im Kopf uns ausmalen, wie die Zukunft auszusehen hat, wie die Dinge zu laufen haben, etc. pp.
Das heißt, wir erschaffen auch ganz viele potenzielle Szenarien für ein Problem, welches wir beispielsweise vor uns sehen. Und da liegt eine große Gefahr von Unternehmern heutzutage. Denn sie wissen ganz genau, je größer das Problem, das ich löse, umso mehr Geld kann ich verlangen. Richtig? Das Problem ist nur, dass du dich über die Jahre natürlich dahin konditionierst, immer nur Probleme zu sehen. Und irgendwann löst du so viele Probleme, ohne Geld dafür zu bekommen. Und genau das beschreibt eigentlich dieses Bild, dass das alles Probleme sind, die du erschaffen hast in deinem Kopf. Potenzielle Szenarien, ja, Abwägungen. Nur am Ende bringen die wenigsten wirklich Geld. Vielleicht 2, 3. Die meisten aber nicht. So, und was ist jetzt der Vorteil eines weniger intelligenten Menschen? Das verrate ich dir sehr, sehr gerne. Pass auf. Ein weniger intelligenter Mensch, der hat genau die gleiche Wirklichkeit wie du. Auch er erschafft natürlich Realitäten. Aber sein Vorteil ist der, dass er erstens viel, viel weniger Realitäten erschafft. Das heißt, er schaut sich einfach an, was gerade ist und sagt, gefällt mir nicht, möchte ich so haben. Er schafft eine Realität. Dann sagt er vielleicht aus einer Idee heraus, ich möchte ganz, ganz viel Geld verdienen, ich möchte die Welt verändern, was auch immer. So, und das war's dann auch. Das ist auch schon das Ende der Fahnenstange. Das Ding ist also, dass erstens der weniger intelligente Mensch nicht die Kapazität hat, so viele potenzielle Szenarien aufzumalen wie du, potenzielle Probleme zu erschaffen wie du. Das heißt, sein Potenzial dazu, Luftschlösser zu erzeugen, Dinge, die ihn am Ende des Tages stressen, ist geringer ausgeprägt als bei dir. Und jetzt kommt noch der zweite Punkt, nämlich ein fauler Mensch wird nie mehr als 2, 3 potenzielle Luftschlösser, und das ist jetzt eine fiktive Zahl, die ist jetzt einfach nur ausgedacht, mehr als 2, 3 Luftschlösser aufrechterhalten. Warum? Ja, weil er faul ist, weil er gar keinen Bock drauf hat. Er hat gar keinen Bock, so viele Probleme zu lösen. Wenn jemand weniger intelligent ist, erschafft er schon weniger Probleme. Und wenn er dann auch noch faul ist, dann wird er sagen, nö, ich habe gar keinen Bock zu. Ich kümmere mich jetzt erstmal nur um die eine Sache. Und auf diese eine Sache legt er natürlich sehr, sehr viel Fokus. Und diese eine Sache wird am Ende das, was ihn tatsächlich erfolgreich macht. Er denkt nicht in so vielen Szenarien, er denkt nicht in so vielen Möglichkeiten, in so vielen Abwägungen. Er versucht nicht, alles aus 28 Perspektiven zu betrachten. Und das ist sein Riesenvorteil. Jetzt kommen wir aber zu dem Nachteil, was wiederum dein Vorteil ist. Mal angenommen, dieser faule und weniger intelligente Mensch wird mit tatsächlichen Problemen konfrontiert, nämlich ganz vielen. Und er weiß nicht unbedingt eine Lösung. Dann wird er möglicherweise durch diese vielen verschiedenen Probleme immer wieder mit dem Kopf durch die Wand laufen. Und in dieser Position war ich 2017. Nicht, weil ich doof war und Probleme hatte, mit denen ich nicht klarkam, sondern weil ich unfassbar viele Probleme erschaffen habe. Ich habe für alles und jeden die Verantwortung übernommen, habe mir viel, viel zu wenig Zeit für mich selbst genommen, ich habe meine Beziehung vernachlässigt, ich habe meine Gesundheit vernachlässigt. Und so entstanden automatisch mehrere Problemzonen, die ich alle gleichzeitig handeln musste, aber einfach keine Zeit dafür hatte. Warum? Weil ich mein Businessmodell nie überdacht habe, weil ich nicht erkannt habe, dass in dem ganzen Stress, in dem ganzen Gehetze ich zu kurz komme, die Zeit dafür zu kurz kommt, wie ich mich eigentlich aufstellen möchte, wie ich mein Business eigentlich führen möchte. Und ich habe meine Probleme dadurch erschaffen, dass ich mit einer gewissen Intelligenz Luftschlösser erbaut habe. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass diese Intelligenz mir helfen kann, diese Luftschlösser wieder aufzulösen. Der Faule und weniger Intelligente kann das nicht. Das heißt, er wird sich zwangsläufig in verschiedenen Dramen, in verschiedenen Szenarien bewegen. Und vielleicht kennst du diese ganzen Trash-TV-Sender. Ja, das sind Menschen, die haben Probleme, die verstehst du vielleicht nicht so richtig. Ich zumindest nicht. Ja, man schaut sich das dann an und denkt sich, was haben die eigentlich für ein Problem? Und dann machen die aus der kleinsten Mücke den riesen Elefanten. Ja, weil zu mehr sind sie nicht in der Lage. Und das ist gar nicht wertend gemeint. Es ist halt einfach so. Jeder erschafft seine eigene Realität. Sie hat aber oft nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Denn die ganzen Kreise, die du hier siehst, das sind alles Realitäten, die erschafft werden. Realitäten im Sinne von, ach, das kann ich nicht, das muss ich unbedingt, ich muss dafür Verantwortung übernehmen. Nee, das können die gar nicht ohne mich, meine Mitarbeiter. Ich muss das machen, ich kann mich nicht aus dem Unternehmen rausziehen, etc. pp. Ja? Du merkst, worauf ich hinaus möchte. Also, um das nochmal zusammenzufassen, was ist der Vorteil von Faulheit und Dummheit? Man erschafft nicht so viele Probleme. Man befasst sich mit der einen Sache, die direkt vor einem liegt. Was ist der Nachteil von Faulheit und Dummheit? Nämlich die, dass wenn man mit mehreren Problemen konfrontiert ist, möglicherweise nicht die Intelligenz hat, die nötige Intelligenz hat, um mit allen Problemen gleichzeitig fertig zu werden. Was ist der Nachteil von Intelligenz? Also in deinem Falle,
dass du manchmal gar nicht das Wesentliche siehst, sondern wie dieses Männchen hier ganz viele Problemzonen um dich herum wiederfindest und auch glaubst, dass du allen gerecht werden musst. Was ist jetzt wiederum dein Vorteil? Dein Vorteil ist, dass du die gleiche Intelligenz nutzen kannst, mit der du Problemfelder erschaffen hast, um die Problemfelder auch wieder loszuwerden. Dafür musst du aber eine ganz, ganz wichtige Sache verstehen. Denn du wirst wahrscheinlich in deinem Leben schon mal Probleme verspürt haben. Du wirst irgendwo Verantwortung übernommen haben, du wirst Entscheidungen getroffen haben. Und am Ende des Tages stellst du fest, dass du mit einer Reihe von Konsequenzen umgeben bist, zu tun hast und auch konfrontiert wirst. Denn das ist der entscheidende Punkt. Die Realität, in der du dich gerade befindest, ist nichts anderes als eine Reihe von Konsequenzen, die auf Basis von Entscheidungen in der Wirklichkeit entstanden sind. Was meine ich damit? Du stehst als Männchen hier in der Wirklichkeit, erschaffst kleine Problemzonen, die nicht immer Probleme sind, und aus diesen Problemzonen heraus triffst du Entscheidungen, die alle in eine Art Konsequenz münden, die deine Realität dann häufig negativ belasten. Und du musst verstehen, dass dein Status quo, also deine jetzige Realität, eine Ansammlung von Konsequenzen ist, auf Basis von Entscheidungen. Wie du jetzt gerade denkst, ist eine Konsequenz. Wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst, ist eine Konsequenz. Wie du dich heute tagtäglich verhältst, ist eine Konsequenz. Wie du heute aussiehst, ist eine Konsequenz. Und welchen Glauben, Überzeugungen, aber auch grundsätzlich Ansichten du von dir und von der Welt hast, ist eine Konsequenz. Du musst also verstehen, wenn ich das einmal kurz löschen darf, dass du Ursache und Wirkung zugleich bist. Das heißt, diese Problemzonen, die du mental erschaffst, die aber keine wirklichen Probleme sind, erzeugen natürlich eine Realität, die letztlich nur die Konsequenz dessen ist, dass du zuvor nicht wirklich klar gedacht hast. Du bist also Ursache und Wirkung zugleich. Was ich dir sage, ist kein Vorwurf. Es ist tatsächlich die Freiheit, die du eigentlich suchst. Die Freiheit von deinem Verstand, die Freiheit von komischen Gefühlen. Denn was du verstehen musst, ist, dass das, was du heute bist, ja, wie gesagt, nur die Ansammlung von diesen ganzen kleinen Problemchen ist, die du irgendwann mal zu deiner Realität gemacht hast. Klares Denken unterscheidet also zwischen der Interpretation und dem, was wirklich ist. Lass mich dir erklären. Wir alle, du und ich, haben eine sogenannte innere Haltung. Ich kürze das mal ab. Innere Haltung. Diese innere Haltung, das heißt die Überzeugung, die wir haben, das, was wir von der Welt denken etc. pp., trübt unsere Wahrnehmung von der Welt. Das bedeutet also, dass wir durch das, wer wir sind im Innern, eine bestimmte Perspektive von der Welt haben, von den Dingen haben. Und ich möchte es dir noch einfacher erklären. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie du bist. Und es ist dabei egal, wie positiv du denkst, wie viel du an Glaubenssätzen arbeitest oder, das wird sich nie ändern. Das hat ganz, ganz viel auch physiologische Gründe, biologische Gründe. Ja? Der Punkt ist nur der, alles, was du siehst, ist erstmal nur Interpretation. Und Interpretation merkst du daran, dass du dich entsprechend auf bestimmte Art und Weise verhältst. Das ist das V. Das bedeutet also, dass du vielleicht auf einen Menschen triffst, der dich nervös macht, der dich nervt. Und eigentlich, was die Person macht, ist ja nur auf dich zuzukommen, an dir vorbeizugehen, etwas zu sagen. Erst die Wertung, also die Interpretation dessen, was die Person da gesagt hat und die Interpretation dessen, was du in dir spürst, deine Emotionen, sorgen dafür, dass eine gewisse Realität entsteht, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, genervt, distanziert, wütend, gereizt etc. pp. Jetzt können wir sagen, änder doch einfach dein Verhalten. Doch das ist nicht so einfach, denn du musst verstehen, dass deine innere Haltung dein Verhalten antreibt. Ich sagte es gerade. Deine innere Haltung bestimmt die Wahrnehmung von der Welt. Das bedeutet also, dass du zum Beispiel auf deinen Arbeitskollegen, auf deinen Geschäftspartner, auf Kunden negativ reagierst oder mit einem Trigger reagierst, sagt nichts über den Kunden aus. Natürlich gibt es Idioten und Arschlöcher, ja? Aber die klammern wir mal aus. Es sagt nichts über deinen Kunden aus, sondern es sagt alles über deine innere Haltung aus. Jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen, die anfangen zu meditieren, achtsam zu sein,
kommunikative Regeln zu studieren, wie ich denn besser kommuniziere. Doch was sie nicht verstehen, ist, dass alles von ihrer inneren Haltung abhängt. Und solange sie diese innere Haltung nicht verändern, verändern sie auch nicht ihr Verhalten. Also das tun sie vielleicht, aber das ändert immer noch nichts an ihrer inneren Haltung. Das heißt, auch diese innere Haltung wird immer noch spürbar sein, weil jeder eine Art Energie mit sich trägt. Jeder hat so eine Art Signatur und man spürt sofort, meint er es gut mit mir? Irgendwie ist der ein bisschen komisch, ein bisschen shady, wie er auf mich zukommt. Seine Intentionen sind nicht so richtig klar spürbar. Er wirkt aber nicht so locker, er wirkt dabei nicht wirklich aufrichtig, nicht authentisch. Das bedeutet also, wir fallen dann in die Trap, dass wir glauben, wenn wir einfach nur das Verhalten verändern, dann wird schon alles gut. Und dann verändern sich ja auch die Verhältnisse. Und das ist die dritte Säule ganz oben. Doch die Verhältnisse ändern sich auch dann nicht. Menschen haben einen Sensor dafür, ob du aufrichtig bist oder nicht. Und dementsprechend ist es unheimlich wichtig, dass du an deiner inneren Haltung arbeitest, um zu verstehen, wie du dein Verhalten und dementsprechend auch deine Verhältnisse, also alles im Außen, nachhaltig, positiv beeinflusst. Wie kommen wir jetzt also zurück zum klaren Denken? Das klare Denken bedarf einer gewissen Wissensgrundlage, um unterscheiden zu können zwischen Interpretation und der Wirklichkeit. Wir müssen also in jeder Sekunde, in jedem Moment eine Grundlage zur Entscheidung haben, ist das, was ich da tue, basierend auf dem, dass ich Dinge interpretiere, oder basierend auf dem, was ist. Das bedeutet also, dass ich zum Beispiel Gedanken, die ich habe, Gedankenkarusselle, in ihrem Inhalt überprüfen kann und sagen kann, okay, ist es Interpretation oder ist es das, was wirklich ist? Und häufig wirst du ja feststellen, dass unsere Gedankenkarusselle mehr in die Zukunft gerichtet sind oder in die Vergangenheit gerichtet sind. Woher die Gedanken kommen, habe ich dir gerade gesagt, nämlich aus unserer inneren Haltung heraus. Dennoch ist es unheimlich wichtig, dass du immer wieder eine Art Wirklichkeitsüberprüfung machst, sodass du selbst in deiner Deutungshoheit dich stärken kannst. Deutungshoheit heißt, dass du selber deutest, was für dich richtig, falsch oder was auch immer ist, dass das niemand anders übernimmt. Und das machen ganz, ganz gerne viele Coaches da draußen, dass die anfangen, dir zu sagen, was du zu tun hast, wie du dein Leben zu führen hast. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Mich interessiert gar nicht, wie du leben möchtest. Mich interessiert nur herauszufinden, was du eigentlich möchtest. Ja? Und so wäre es zum Beispiel, dass du abends, wenn du im Bett liegst und das Gedankenkarussell hast, emotionale Aufruhr hast, dass du erstmal entscheidest, okay, das, was ich da höre in meinem Kopf, ist das Wirklichkeit oder Interpretation? Oh mein Gott, wahrscheinlich wird alles ganz schlimm und du solltest jetzt auf jeden Fall gar kein Geld investieren, weil wer weiß, ob du es nochmal verdienen wirst. Oh, alle sprechen von Rezession und von wirtschaftlichen Problemen. So, da kannst du sofort sagen, okay, ist Interpretation. Weil die Wirklichkeit ist ja die, du liegst im Bett und es passiert gar nichts. Ist ganz simpel. Und ich weiß, dass... Oder besser gesagt, ich will jetzt gar nicht dagegen reden. Du wirst jetzt sagen, ja Patrick, das ist viel zu einfach. Bumm. Jetzt frage ich dich, ist es wirklich zu einfach? Also wirklich? Oder interpretierst du das nur? Wenn du länger darüber nachdenkst, wirst du merken, tatsächlich ist es Interpretation. Und ich habe oft den Moment mit Kunden, dass die mir dann erzählen, warum bestimmte Dinge nicht gehen, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und dann sage ich ihnen, dass es doch geht. Und dann auch, wie es geht. Also ich sage ihnen damit nicht, dass sie es tun sollen. Ich gebe ihnen nur Beispiele dafür, wie die gewisse Dinge funktionieren können. Und dann sagen sie, ja, das wäre total geil. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das ist nicht so einfach. Und wenn ich jetzt da nicht die Muße und vor allem auch die Bereitschaft, die aufrichtige Bereitschaft habe, jeden meiner Gedanken zu inspizieren und nach Interpretation und Wirklichkeit zu überprüfen, werde ich nie zu klarem Denken kommen. Ich werde nie aus meinem Rabbit Hole herauskommen. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad herauskommen. Und was ist die Bedingung dafür, dass ich das überhaupt kann? Intelligenz. Genau das, was dich in erster Linie dazu bringt, massiv viele Probleme zu erschaffen, ist auch gleichzeitig das, was dich wieder herausholt. Warum? Weil nur intelligente Menschen das Potenzial zu wirklich klarem, präzisen, messerscharfen Denken haben. Einen klaren Verstand haben. Und dieser klare Verstand hilft bei der Unterscheidung zwischen Interpretation und dem, was wirklich ist. Nur Intelligenz sorgt dafür, dass du die Problemfelder, die du zuvor in deinem Kopf erschaffen hast, auch wieder löschen kannst. Nur die Intelligenz hilft dir, in jedem Moment eine klare, präzise Entscheidungsgrundlage dafür zu haben, was du tust oder nicht. Und jemand, der lernt, klar zu denken, und du kannst es wirklich lernen wie eine Fremdsprache, nur durch Hören, nur durch Beobachten, so weißt du immer, was dein nächster Schritt ist. Gleichzeitig weißt du auch, wann du nicht handeln sollst. Gleichzeitig kannst du all diese Luftschlösser in deinem Kopf löschen. Und allein nur durch die Zusammenarbeit mit mir
erreichen die Leute in 3, 4 Wochen eine Stressreduktion von durchschnittlich 50%. Der Stress halbiert sich und sie ändern nichts im Außen. Woran arbeiten sie? Ich habe es dir gerade gesagt, an der inneren Haltung. Und dann lernen sie Schritt für Schritt das klare Denken, um in jedem Moment zu wissen, was Wirklichkeit und was Interpretation ist. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass du nur durch die Veränderung deines Denkens, damit meine ich nicht positiv zu denken, sondern wirklich auf einer Ebene der inneren Haltung, auf einer tiefen Ebene eine Veränderung herbeiführst, die dir hilft, deine Gedanken erstens überhaupt zu erkennen, die Muster deines Denkens überhaupt zu erkennen und dann vor allem immer zwischen Interpretation und Wirklichkeit zu entscheiden und letzten Endes dadurch Zeit zu gewinnen, aber auch Stress zu reduzieren. Und jetzt denk mal nur darüber nach, was es für dich bedeuten würde, wenn du deinen Stress halbieren würdest, wenn du 20 Stunden mehr Zeit in der Woche gewinnst und wenn du Herr über deine Gedanken wirst, indem du erkennst, welcher Natur sie sind, wirklich oder Interpretation, wie viel mehr Gelassenheit und Leichtigkeit das in deinen Alltag bringt, wie viele Entscheidungen, die du aus der Vergangenheit noch heute als Konsequenz mit dir trägst, einfach wieder rückläufig machst, wie viele Verantwortungsbereiche du auf einmal abgeben kannst, weil du plötzlich nicht mehr die Angst hast, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, sondern weil du klar siehst, zu welchen Konsequenzen das wirklich führt, du Probleme viel, viel schneller erkennst, weil du nicht mehr mit 20 anderen Luftschlössern zu tun hast, sondern das klare Denken besitzt, das Problem, welches jetzt gerade vor deinen Füßen liegt, auch wirklich zu erkennen. Am Ende des Tages lernst du, die Konsequenzen, also deinen Status quo, zu analysieren, zu verstehen und wirklich in Höchstgeschwindigkeit Entscheidungen zu treffen, die einen völlig neuen Status quo herbeiführen. Wenn du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, schau einfach in die Beschreibung, da findest du einen Link zu meiner Website patrick-neukirch.de. Trag dich einfach ein für eine Performance-Analyse und dann schauen wir, wie wir auch für dich mehr Umsatz, mehr Gewinn, bei viel, viel weniger Aufwand und vor allem mehr Erfüllung in dein Leben bekommen. Ich freue mich drauf. Mach's gut, dein Patrick.